Jo, und herzlich willkommen auf meiner schönen Map. Wie man sieht, sie ist etwas gewachsen. Das ist Und gut. Das damit ist gut. erstmal Hallo im neuen Jahr zur ersten Besucherfolge 2020, die ich wieder mal, wie fast erwartet, beginnen darf. Ja, aber wie man sieht, es hat sich was getan. Ein bisschen Ich was. bin ja begeistert, du hast Strom. Ja, aber ich habe trotzdem wieder Stromprobleme. Die letzte Folge fing an mit, ich löse meine Stromprobleme, dann hatte ich Stromprobleme weg und dann habe ich gebaut, gebaut, gemacht, gemacht. Und am Ende der Folge, ups, Stromprobleme. Deswegen ist hier noch Lass ein mich bisschen. raten. Nacht. Ja. Nacht, wenn alles schläft, Ja. außer den Mods. Ja. Und was am meisten hat sich eben hier die Solarpanels und Akkus vermehrt, würde ich sagen. Das ist erstmal so, wenn man auf die Minimap guckt, das, was am ehesten wahrscheinlich auffällt. Ja, das ist Oh, wirklich grün das sieht schon geworden. mal nicht schlecht aus. Ansonsten, was als zweites auffällt, ich Punkte habe. gibt es dafür zwar keine, aber es sieht nicht schlecht aus. Genau. Besprechen wir Was nachher. als zweites auffällt, hier ist eine Zugstrecke. Ne? Ich habe also um mein. Zugstrecke zu. Ach, da. Ja, also um eine erste Zugstrecke gebaut und wenn man dem Kupfer nachgeht, wird man sehen, dass ein Drittel der Schmelze dann nur noch per Drohne ausgeliefert wird. Denn ich habe ja jetzt hier Drohnen und Anforderungskisten und dementsprechend fange ich, wie sich's gehört, an, hier alles auf Drohnen umzubauen und das hat mir eben am Ende der letzten Folge so ein bisschen klein wenig das in dem Sinne Genick gebrochen mit dem Strom. Deswegen, Ja, das denke ich mir. es ist jetzt Tag, es ist vollkommene Radarabdeckung, wie man sieht, ja, also Und das, trotzdem geht der Strom schon langsam runter. ja, aber das nur fürs Protokoll, ich habe 100% Radarabdeckung, ne? Das Ja. nur fürs Protokoll, ich wollte es bloß sagen. So, ja, ansonsten, was gibt es großartig noch zu sagen? Wie man sieht, ich habe jetzt alle Forschungspakete, die WLAN zwar relativ dürftig noch, aber sie kommen. Irgendwie, da habe ich so zwei Fabriken, die bauen. Aber sie kommen halt. Ja, und die Drohnen, die helfen mir jetzt eben bei jedem Scheiß, den ich hier baue. Aber dafür muss ich halt hier dementsprechend mit Solar und Akkus momentan hausieren gehen. Und der Rest Ups. wird dann. Also die Geier fliegen noch nicht, aber das Problem ist, was ich ja eben letzte Folge schon angefangen habe. Die Eisenplatten, da werde ich das genauso wie bei Kupfer machen. Die dritte Sache, die ich hier hingebastelt habe, die wird dann auch per Drohne ausgeliefert, weil die Eisenplatten jetzt nicht mehr ganz bis oben hinkommen. Deswegen wird das da auch noch alles ein bisschen automatisiert und so weiter und so fort. Also ich denke mal soweit auf einen guten Weg. Und wie man sieht, auch eine Stahlschmelze. Ich weiß nicht, hatte ich die letztes Mal, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig ausgebaut. Rechts neben dem großen Solarfeld. Und da auch so ein Viererband Stahl, was rübergeht, da wird auch viel Stahl zwischengelagert, schon alleine auf dem Fließband. Also Stahlprobleme habe ich keine mehr. Ja. Allerdings können die Öfen die vier Bänder niemals befüllen, wenn du alle Ja. vier Bänder abgreifst. Ja, das tue ich ja nicht. Das tue ich ja im Naja, Moment die noch Hälfte nicht. der Öfen läuft auch nur. Ja, weil das Alkan. Nee, Alkan ist nicht voll. Nee, Öl, ja gut, ums Öl habe ich mich jetzt die letzten Stunden überhaupt nicht gekümmert. Also das Stromproblem war dringlicher, weil ich jetzt auch Lasertürme habe hier. Ja, genau, ich habe hier Lasertürme. Deswegen, ja, muss ich mich um Strom kümmern. Ja, und deswegen, ich denke mal, ich bin soweit gut ins Jahr gestartet hier mit der Map. Soweit, so gut für meine Verhältnisse. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr noch Fragen zu der ganzen Geschichte hier? Nö, sieht ganz hell aus. Vor allen Dingen Ich sehe hier keine. in der Mitte, das kann ich ja nochmal kurz erzählen, hier in der Mitte ist quer über den See so ein Streifen Landfill gesetzt. Das war als in meiner Stahlschmelze, da habe ich ja Geschütztürme gestellt und zwei waren davon leer und die Aliens fingen an, meine ja, Ding da aufzufressen, meine Stahlschmelze. Und da war ich gerade oben beim Kupfer, bin ich mit dem Kupferzug runtergefahren. Und dann dachte ich, ja, wie läufst du denn jetzt rum? Und ich hatte aber zum Glück genug Landfill in der Tasche, dass ich mir dachte, es muss doch reichen über den See. Und dann habe ich so beim Rennen über den See dort Landfill hingesetzt, um dort schnellstmöglich runterzukommen.
Deswegen ist da der Strich eine andere Sache, hat der überhaupt nicht zur Bewandtnis. Das war einfach so ein Notding. Ich hätte mich ja kaputt gelacht, hätte es auf dem halben Weg oder kurz vor Ende, Lenzel aus. Ja, da hätte ich geflucht, wie ein Rohrspatz, aber sowas von. Ja, vor allen Dingen, weil du zwei Felder nebeneinander setzt und nicht nur eins. Ja. Aber ich habe das gut abgeschätzt. Ja, ich hatte dann nicht mehr viel, aber ich hatte, glaube ich, noch 100 Lenzel in der Tasche, wo ich fertig war oder so. Also, das hat gut gereicht. Das passte schon. Ja. Warum reichst du eigentlich nicht die Erzförderer ab, die nicht mehr produzieren, weil das ist auch Stromverbrauch? Dazu bin ich einfach nicht gekommen. Das mache ich auch nicht. Bei mir sind 100 Erzförderer leer. Oder so. Ja, Shiro, du hast aber wahrscheinlich ein besseres Strommanagement. Das kann sein. Also, ja, das wird dann sicherlich kommen, vor allen Dingen die ersten alten hier bei diesem Kupfer- und Eisenfeld, da habe ich ja schon welche abgerissen. Ist ja nicht so, dass ich überhaupt keine abreiße. Aber ja, ich mache das nur sporadisch und wahrscheinlich werde ich die abreißen, um dann hier dieses Uranfeld anzuknappern demnächst. Das kann ich ja mehr oder weniger verraten, weil anders kriege ich die Stromprobleme hier mit den Drohnen dann wirklich nicht mehr in den Griff. Ansonsten mein Mini-Lager existiert hier halt auch, was so ein bisschen gefüllt ist hier. Was ist hier drin? 6200 Holz, 327 Stein, nicht viel, also nur so Klinskrams, was da drin ist. Also das meiste, was ich hier baue und was per Drohnen rumgeliefert wird, das wird halt dementsprechend auch wieder verbraucht. Ja, ansonsten, wie gesagt, Stromproblem und Kupferproblem waren die Themen, die ich angegangen bin, und dadurch fiel einerseits das Eisenthema hinten runter und eben, wie man sieht, mit der Coverex-Anreicherung dementsprechend dann als nächstes das Uran, und dann wird hier auch ein AKW hingesetzt und dann ist Ruhe. Jo. Ich würde sagen, damit habe ich meine Map soweit erklärt und gezeigt und getan und gemacht. Und ja, danke für den Hinweis mit dem Öl. Nee, Spaß beiseite, das hatte ich schon gesehen, aber ich kam wirklich nicht dazu. Das kommt dann als nächstes, dass ich mich hier um das Ölfeld kümmere. Ich weiß ja, dass hier im Norden eins ist. Mal gucken, das wird schon. Und nach einer kurzen Pause sind wir gleich wieder da für euch. Richtig. Mal gucken. Drohnen. Ich frage mich zwar, was die hier alles transportieren. Du hast irgendwo was Großes abgerissen. Ja, okay, er hat ein paar mehr Logistikdrohnen als ich. Aber ach nein, du hast hier deine komplette Schmelze automatisch upgraden lassen. Vor allen Dingen das Erste, was mir auffällt, er hat das Zugnetz wahrscheinlich aufgegeben. Das ist jetzt eine Investition. Das kommt ja, noch. Das sieht, ja. Das sieht aber ja aus. Ja. Speicher halt auch. Läuft doch, flüssig. Das kann ich auch noch vergrößern. Was ist denn da schon wieder los? Ach, da wird ich angegriffen. Du hast sehr viel Zeug, was produziert werden müsste, sollte, könnte für deine Bots. Wenn ich mir das unten rechts angucke, 328 Stahlöfen, 162 blaue. Ich habe ein kleines Stahlproblem. Deswegen werden die Stahlöfen nicht so produziert. Das merkt man gar nicht. Wir sind zu 327. Vielleicht 326. Das geht eigentlich so runter, so duck, duck, duck. Ja, was hat sich bei mir getan? Ja. Ich bin zwischenzeitlich einmal gestorben, musste dafür das Zeug vernichten. Weil ich das Nest unten im Süden. Das eine, was ja jetzt noch im Schatten verschwunden ist, neben dem Steinfeld. Ah, das rechts daneben. Genau, das wollte ich platt machen und hatte zu wenig Ausrüstung dabei. Ja, und da habe ich mich übernommen. Okay. Bei der Flucht bin ich dann gestorben, weil ich auch keine Türbe hingesetzt habe oder so, aber das habe ich danach geklärt unten. Ja. What the fuck? Was? Kannst du mir erklären, was unten an deinem Steinfeld mit 1,5 Millionen. Ja. Was tun die Logistikroboter da? Hä? Ist das irgendwie Beschäftigungstherapie? Nee, Stromverbrauch nennt sich das. Weißt du, er ist so ein Größeres, er lässt die Drohnen einfach fliegen. Das
Das ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist schon sehr interessant. Also die räumen die Dinger aus dem Bromoport wieder da rein. Du, aber er hat mir das nicht auch in der zweiten Session der Silti-Liga, dass er irgendwo eine Kiste hatte und nicht mehr wusste, was es mit der auf sich hat. Wir haben wieder so eine Kiste bei ihm gefunden. Die Kiste steht da immer noch. Das ist neben der Militärproduktion oben im Wasser. Ich mache euch eine Markierung auf der Map. Okay, aber was ich zum Beispiel sehr interessant fand, was auch, glaube ich, in der letzten Superfolge noch nicht da war, die Kohleverflüssigung beim Öl, ne? Welche? Oben rechts, rechts oder linke? Achso, rechts. Die große. Ja, bei 3,2 Millionen Kohlefeld, die meine ich. Ja. Ja. Die fließt doch nicht schnell genug. Aber ich habe halt kein Ölproblem mehr. Ja, das war das, was ich letzte Folge gemacht habe. Habe ich jetzt schon eine 11 und 12 gemacht. Ja, krasse Sache. Ja, die sieht gut aus, ja. Die wird auch noch gebaut weiter. Ja, man sieht ja, die geht hier noch weiter, ja, das ist klar. Aber ja, solange schick. Solange das Feld noch nicht mehr gelutscht wird so richtig, wird das auch noch größer. Aber, ja, das dauert noch ein bisschen. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, mit den Rohren ein bisschen Mist gebaut. Aber ja. Ja, das denke ich mir gerade auch. Ja, ich war noch nicht ganz fertig. Das wird nächste Folge fertig gemacht. Ja. Da wäre es sinnvoller, das oben rechts irgendwie in Fässer zu packen und die mit den Robotern rüber transportieren zu lassen. Das geht auch. Das ist nur so auf die Schnelle. Kann da auch halt alles durchgepumpt werden. Wieso? Verliere ich was unterwegs? Nur der Druck ist doch nicht mehr da. Oh ja, das hatte ich eigentlich auch vor am Ende, dass er einfach irgendwie per Logistik, weil Logistik wird ja auch noch produziert. Das liegt, glaube ich, daran, dass mein Hangar voll ist, dass die nicht mehr produzieren, oder? Ah ne, die haben keinen Stahl. Die kriegen ja keinen Autostahl. Die muss ich ja per Hand befüllen. Und du machst Raketentreibstoff. Bufferst das Ganze aber nur in den Maschinen. Noch nicht, bis jetzt. Hier fehlt der Strom und... Er hat zwar hier das sieht man wieder, wer nicht so ein Drohnenfetischist ist, hier den Hangar direkt aus den Maschinen befüllen zu lassen mit den Logistikern und Baurobotern. Also ja, da natürlich kein Zwischenpuffer, ist schon klar. Wieso, die sind doch ständig unterwegs, sind doch eh kaum zu Hause. Ja, ich meine, aber wenn du doch mal vielleicht 100 Stück mehr brauchst auf einmal, dann reicht dir eine Fabrik nie aus, das so schnell zu beliefern. Deswegen habe ich dazwischen noch eine Kiste gestellt. Ja, aber die starten ja nicht aus den Kisten raus. Nö, aber du kriegst schneller Drohnen ins System. Aber egal. Und was ist das hier für ein Überbleibsel? Wo bist du jetzt? Ach, da bist du. Kohle. Nee, so eine Wärmeleitung. Was? Wärmeleitung? Was macht die denn da? Wo kommt die da hin? Weißt du, Shiro sieht, weißt du, ich gehe in den Loch, weißt du, sehe nichts und Shiro findet irgend so einen Scheiß auf dem Bild. Oder hat er die selbst hingebaut? Genau an. Nee, wo soll ich die herhaben? Ja, was weiß ich, anliefern lassen. Du kannst dir alles anliefern lassen. Ja. Fast alles wird ja automatisiert. Das AKW selber nicht, der Reaktor muss noch automatisiert werden. Ja. Ansonsten, ja, ich brauche halt einfach nur noch mehr Stahl in dem System. Ich verbrauche zu viel Stahl. Krass. Ach, was mir jetzt auffallen ist, jetzt auf jeden Fall, dann kann ich das endlich anschließen. Dass alle Beton produzieren, außer Bresos. Ja gut, ich hatte es halt noch nicht nötig. Was sich ja jetzt ändern wird. Das wird sich ja ändern mit dem AKW, da braucht man ja Beton. Aber bis jetzt, ja, warum, ne? Es gab wichtigere Dinge. Da war ich ja für mein Raketensilo voll. 480 davon, das geht so langsam. Raketensilo, wo steht denn das? Das habe ich noch nicht. Achso. Achso, ah ja, stimmt, ja. Wir hängen die Violetten ein bisschen hinterher, weil da fehlt immer irgendwie was. Stahl fehlt da, wie blöde. Was fehlt jetzt? Das fehlt schon wieder. Irgendwas ist halt immer. Es ist halt bevor du das baust, würde ich gucken, dass die Verteidigung. Entweder machst du die Aliens platt oder dass die Verteidigung halt steht. Wo?
Allgemein, weil die werden dich definitiv dann nerven. Die Aliens. Egal wie. Die kommen dich die ganze Zeit besuchen. Vor allen Dingen, weil du noch keine Lasertürme hast. Weißt du was, was ich nicht weiß? Das ist es. Woher willst du wissen bezüglich, dass die dann stärker ankommen? Ganz einfach, weil ich mir mal ein Raketesilo hingebaut, also weil ich muss so weit war für ein Raketesilo. Und dann kommt ein Spruch, durch dieses Geräusch vom Raketensilo sind die Aliens nervös geworden und greifen jetzt öfters an. Spielst du ein anderes Spiel als wir? Ich habe keine. Das habe ich auch noch Ja. nie gehört. Das siehst du? Das ist halt meine Mod für die. Ach, Ja. das ist ein Mod. Bestimmt. Ja, aber wir spielen ja hier Vanilla. Da gibt es das nicht. Ich glaube, Was es machst du gab da da so eigentlich, einen Mod. Hiro? Ja, sagt mir auch was. Aber das ist ein Mod, wo es dann Dein hieß, wenn du. Inventar ist schneller voll als meine Kiste leer. Naja, aber trotz allem eine geile, schicke Map, kann man nie so anders sagen, weil die Kohleverflüssigung ist schon mal ordentlich. Man sieht den Fortschritt auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich muss noch mehr Scheiß verteilen, weil ich musste mein AKW bis jetzt auch nur einmal vergrößern mit dem zweiten Reaktor. Dem läuft der Strom. Also ich habe keine Stromprobleme. Ja, ne, das Ich würde mich ja wundern. werde bald mal ein zweites AKW Hey, bauen. Shiro, wir haben noch Munition, komm auf. Das hatten wir ja schon. Ja, Ist aber egal. da hatte ich die Explosion nicht gefilmt. Deswegen, Ich auch nicht, leider. deswegen jetzt können wir sie filmen. Bin ich auch mal gespannt, wie das explodiert hier. So, wo kommt er denn angelaufen? Da kommt er angelaufen. Weil wie oft sieht man, dass das ein AKW hochgeht? Bei meiner Map anscheinend bei jeder Besucherfolge. Die ist halt verseucht, die Map. Na, Ja, was denn willst du jetzt, da wirklich Artorius? losschießen? Hast du keine Muni? So, Doch. Drohnenbeschäftigung 2.0. Was kommt jetzt? So, dann würde ich sagen, geht's gleich los. In Ja, 5, sag du. 4, 3, 2, 1. Boah. So, jetzt hast du ein Das Stromproblem. war. So, was macht Shiro da oben? Ich beschäftige deine Drohnen. Indem du dir. Achso. Du hast die Nun Tür gut. Ich habe kaputt gemacht. eine Passive angefordert und pack alles aus dem Inventar dauerhaft in die Passive. Lol. Aber die sind anscheinend schneller als du mit dem Vorüberräumen. Da ist doch einfach Anforderungskiste daneben stellen und aus der Anforderungskiste in die passive rein. Oder in die aktive und dann immer so. So, und jetzt ist fertig, mal geht's schon mal los. Ja. Ja, jetzt gibt es kein Netz mehr, kein Genau. Aber Logistiknetz. das ist passendes Thema. Wir sind ja jetzt hier 10 Minuten auf der Map. Shiro Map wollen wir ja auch noch sehen. Ne? In dem Ach, Sinne, wollen wir dann das? bis gleich. Ja. Da bin ich. Oje, da bist du aber schnell. Ich bin hier erstmal dabei, aufzukommen wieder. Weil er hat mich extra drauf hingewiesen, so langsam. So, das ist die schöne Map von Shiro. Oh, ach, Glückwunsch. Tada! Der Ja, ich. Meister hat's gemacht. Ewig stecke ich fest, ach so. Es Ja, ist auf was sieht's jeden gerade noch? Was sieht's gerade noch? Da fliegt sie. Und da geht's Ja. hoch. Dickes Yay. Glitzer. Da. Pa. 11 Stunden So. 51 und 8 Sekunden. Schön. Und bei mir sind gerade mehrere Achievements aufgeploppt. Echt? Welche denn? Volldampf voraus. Arisch hat das Spiel verlassen. Okay, Volldampf voraus, Also Heißt? kein Solar. Ach, scheiße. Ja. Okay. Und Logistikembargo. Was? Kein Logistiknetz. Keine Anforderungskisten und so. Du bist ein kranker Typ. Kranker, kranker Typ.
Und zusätzlich noch diverse andere. Was soll ich dazu sagen? Du musst zu den anonymen Factorio-Spielern gehen. Das geht so nicht weiter, Junge. Das ist ja übel. Vor allen Dingen ohne AKW ausgekommen, ne? Das finde ich ja noch viel krasser. Ja. Und immer noch im grünen Bereich, was den Strom angeht. Dafür hat er Lasertürme gebaut. Aber ja, es gibt keine Punkte für Solar. Und es gibt keine Punkte für Robert. Gott. Stimmt. Beziehungsweise es gibt schon Punkte, aber nur für mich. Ja. Stimmt. Die komplette Logistik fällt damit weg? Was? Wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Aber darüber können wir uns gleich im Detail unterhalten. Richtig, richtig. Wir das ist so eine. Und so besprochen. Das können wir gleich im Rest. Ich ahne schon mir. Es ist wie jedes Mal. Es ist diese Regeldiskussion. Weil die Sache ist die ja, er hat die Rakete ja jetzt in der Besucherfolge gestartet. Das ist es. Ja. Somit so. Allerdings, ja noch nicht, weil allerdings gibt es da diverse Zusätze. Wieso? Weil es war, wie du gesagt hast, 11 Stunden 59. Allerdings war das Ganze ohne Fisch, ohne Satelliten, mit Fisch. Was aber nirgendwo in den Regeln steht, dass es mit Satellit sein muss. Normalerweise wollte ich den Satelliten nehmen, aber wenn du oben rechts guckst bei der Forschung, ja. Ich habe die Forschung nicht durchbekommen. Ja, ja, ja. Und deswegen habe ich einfach nur einen Fisch reingepackt und wollte die halt dann starten, aber habe dann festgestellt, das Siegesfenster kommt ja trotzdem. Ah, okay. Ja, egal, gut. Über die Regelgeschichten unterhalten wir uns später. Genau. Also was sich bei mir getan hat, ich bin mit dem Eisen nicht mehr hinterhergekommen. Deswegen ist die erste Linie von meinem Bahnhof angeschlossen. Ah, okay. Die kann man dann auch mal verfolgen. Die geht, ja, etwas nach Norden. Etwas. Aber schön als Doppelkreuz. Willkommen Besuch. Boah, das kommt schon mal vor. Aber das macht der Laser. Der eine Laser. So, und ja, jetzt dann habe ich da oben auch direkt das Kupferfeld noch mit angeschlossen. Das wird aber noch nicht abgeholt. Aber es ist zumindest schon mal vorbereitet, falls mir das Kupfer irgendwann ausgehen sollte. Kranker Scheiß. Vor allen Dingen das Kranke ist auch noch, der hat wirklich überall Radarabdeckung, ne? Ja. Das war so quasi die letzten 10 Minuten von der letzten Aufnahme. Da bin ich alles komplett abgelaufen und habe noch Radare gesetzt. Okay. So, aber jetzt ist er zum Beispiel, ist hier die Radarabdeckung ja nicht mehr vollständig, da ja eins zerstört worden ist. Ja, aber bis jetzt ist das ja nicht weggegangen. Was aber nicht stört, weil das da drunter ist nah genug und das da drüber ist nah genug. Und B war das ja in der Besucherfolge. Richtig. Weil nur, jetzt muss auch ein bisschen klugscheißer. Weiß ich. Aber ja, also Glückwunsch, also es ist kranker Scheiß, kann man nicht anders sagen. Plätze 1, 2 und 3 eigentlich schon fest. Scheiße. Krank. Also die Rakete gilt ja jetzt auch noch nicht, weil Besucherfolge. Deswegen zählen ja noch so laut Logistik, aber dann ist ja... Ja, das war's dann schon, das war's dann damit. Ja, das ist krass. Ah, das ist krass. Boah, alter Schwede, vor allen Dingen hast du ja hier unten schon, ich würde sagen, Doppelgleiszugsystem angefangen zu bauen, also zumindest so eine T-Weiche hast du hier gebaut, sehe ich das richtig? Das, was unterhalb von der vorhandenen Bahn ist, ist einfach nur mein Blueprint. Weil ich bin einer, ich arbeite eigentlich nur mit einem Blueprint, lösche das Ganze und suche mir dann irgendwo die Stelle, wo ich wieder die Vorlage herhole und das Ganze dann irgendwo hinsetze. Ach so. Und damit ich nicht immer irgendwo den Streckenabschnitt suchen muss, der gerade passt, habe ich mir einfach da unten die Blueprints hingesetzt. Ah, einmal das gerade Stück und einmal das T-Stück. Ah, alles klar. Krass. Krass. Und vor allem die Base ist immer noch so klein. Ja, also ne? So kompakt, der ganze Scheiß. Ja. Ja, verhältnismäßig. Aber dementsprechend auch verdammt viel Spaghetti. Ja gut, aber das, selbst das Spaghetti sieht noch strukturiert aus. Also, weißt du, wie ich meine? Da gibt's es sieht so aus, aber ist es nicht.
Weil ich hab hier so viele Bänder, wo die eine Hälfte das Item ist, die andere Hälfte das, dann kommt irgendwo ein Splitter, dann kommt nur noch das Item weiter, dann wird ein anderes Item dazugepackt. Ja, aber der Erfolg gibt recht im Zweifel, ne? Aber ist das nicht völlig normal mit dem Verteilen auf den Bändern? Ja, vor allen Dingen... Naja, du kannst ja mal gucken, wo meine Batterien produziert werden. Das ist... Moment, ich laufe mal gerade dahin. Vor allen Dingen rechts neben seiner Ölfabrik, so mittig etwa, wo er jetzt vorbeiläuft dort gerade, ist seine Solarpanel-Produktion. Die sieht auch schön aus. Meine Fresse. Die ist einfach nur für den Satelliten. Ja, für den Satelliten. Habe ich mir schon gedacht. Ne? Geht ja nur um die aufgestellten Solarpanels. Richtig. So, wo wollte ich hin? Hier wollte ich hin. Die Frage ist ja jetzt, man kann ja schon mal nebenbei, weil man jetzt... Ach ja, erzähl erst mal das mit den Batterien. So, hier Batterien zusammen mit Schwefel auf dem Band. Dann kommt hier der Splitter. Batterien gehen nach rechts weg. Schwefel geht weiter, kommt dann hier mit Stahl drauf. Dann wird hier Schwefel nach unten. Stahl geht weiter. Schwefel läuft alleine durch. Stahl läuft hier alleine durch. Wurde hier dann nochmal abgegriffen. Nach hier oben gesetzt. Und da habe ich aber jetzt die neue mittlerweile angeschlossen. Okay. Und wurde halt dann hier auch nochmal weiter verteilt. Batterien laufen hier rum. Einmal außen rum. Wieder hin. Zusammen mit dem blauen aufs Band. Hier einmal komplett quer hoch. Darüber. Hier werden nur die blauen abgegriffen. Aber die blauen laufen auch weiter. Hier gehen die blauen weiter nach hier, zusammen mit den Flugrobotergestellen. Aber könntest du das nächste Mal... Und hier die Batterien zusammen mit Stahl. Könntest du vor der nächsten Besucherfolge kurz vorm Abspeichern bitte deine Exoskelette rausnehmen? Wenn man dich verfolgen will auf der Map, ist das... ich komm noch. Ja, ich sag ja nicht, dass ich nicht nachkomme, aber noch zwei Exoskelette mehr und es wird schwierig. Nee, aber was ich jetzt sagen muss, schon mal so als kleines Zwischenfazit jetzt, wo wir wissen, er wird die Rakete dann quasi in der nächsten Folge starten und die Achievements bekommen. Also so für meinen Geschmack hat sich dieses Spielen jetzt durch die Achievements interessanter gestaltet noch, oder? Boah. Also für mich war es keine wirkliche Umstellung. Das ist so mies. Mensch. Weil als Speedrunner gehst du eh ohne Solar und ohne Logistiknetz. Aber Schero, ich habe hier was gefunden, da fehlt ein Greifer, fehlt ein bisschen Saft. Weil deine Steinproduktion ist nämlich tot. Meine Steinproduktion ist tot. Ja. Da wollte Arashit. Ja. Ja, okay. Also deine... Moment, genau, das habe ich kurzzeitig getrennt, weil da läuft die mit dem roten Tunnel läuft da meine Ziegel runter zur Betonproduktion. Beton war einfach nur dazu gedacht, um das Raketensilo bauen zu können. Das kann ich theoretisch Boden auslegen, dann habe ich ja noch extra Punkte. Nur habe ich dann wohl irgendwie vergessen, das Ganze wieder anzuschließen. Naja, das macht, glaube ich, nie so einen großen Unterschied. Krasser Scheiß. Krasser. Wahrscheinlich nicht. Ich habe hier noch, also noch habe ich genug Ziegel im Lager. 3100 und 2700 und 2400. Ja. Okay, dann ab zu den Punkten. Ja, würde ich auch sagen. Bis gleich bei den Punkten. Jetzt müsste man mal gucken. Wir sind bei 12 Stunden. Ah, ist schon. Okay. Lädt. Alter, was ist das für eine Karte, das Excel-Ding? Das dauert ja ewig zu starten. Also bei mir ging's flott. Normal flott, würde ich sagen. So. 12 Stunden 8 ist schon ausgewählt. Wow, ich habe die meisten Batterien produziert. Abrisus, also minus 26% Steigerung? Ja, ich weiß auch nicht. In den Punkten, das sind nur die Punkte, nicht an ja, sich die Punkten. Und ich gucke mal, bei den... Moment, also diese Steigerung, also die Veränderung ist vom letzten Mal. Ihr müsst also bedenken, die
Prozente gehen von dem letzten Mal aus. Die Steigerung. Genau, von den das heißt, 9 Stunden. Naja, genau, er hat sich ja gesteigert. Er hatte von 6 auf 9 Stunden minus 53%, jetzt hat er nur minus 26%. Also nur. Aber ich sehe das halt so. Ich habe bei den Batterien 350% Steigerung, bei den Stahlträgern 206%. Also ist fast alles dreistellig. Ja, muss man ja auch mal sagen. Selbst das Ölverbrauch ist bei mir dreistellig. Arisch, darf ich dich bald ein? Ich verbrauche kein Rohöl mehr. Du kannst so viel Rohöl verbrauchen, wie du willst. Ich werde nie wieder Rohöl brauchen. Ja. Oh Mann, ey. Kannst die, also wie viele Punkte sind das bei Rohöl? Die 4,6 kannst du auch gerne haben oder 9,2. Aber hier, was mir gerade aufgefallen ist, während der Aufnahme auf meiner Map, ich habe hier Lesetürme. Ich habe hier gar keine Lesetürme angegeben. Und ich habe mehr als 2 Lesetürme. Die muss ich dann nochmal nachreichen. Weil ihr habt ja auf der Map gesehen, ich hatte Lesetürme. Ja, die werden sowieso negiert. Ja, die geben auch ordentlich Punkte, ne? Darf man jetzt nicht, weil aber ich apropos 404, wenn ich hier mal, sag ich mal, 5 eingebe, so, dann habe ich 1000 Punkte mehr mit einem Schlag und hab dann, wenn du dort mal eingibst, wie gesagt, bei den Lasertürmen, bloß mal eine Zahl größer als bei Shiro, also größer als 2 bei den Lasertürmen. Gib da mal zum Beispiel 5 ein, da kriege ich dafür 1001 Punkte. 2 ist der Faktor. Ach so. Ja. Lasertürme habe ich 93. Ach ja, stimmt. Faktor, nicht 5, sondern 2 ist höchstens. Da kriegst du 400 Punkte höchstens. Ja, aber dann habe ich eine Steigerung von 87%. Aber wie viele Lasertürme hast du denn gemacht? Aber das müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich jetzt aus dem Kopf. Moment, ich rufe mal eben mein Faktorio auf. Gut, wir gehen von einer 1 aus, dann sind es 200 Punkte. Dann hast du eine Steigerung von 31%. Eben. Genau, weil ja, du hast mehr als ich. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe eine... Weil ich... Kannst ja mal gucken. Also bei dir steht bei Lasertürmen übrigens gar nichts, Arisch. Ja, weil ich auch keine Lasertürme habe. Ja. Also Arisch, guckst du gerade auf meiner Map, wie viele ich habe oder was? Mein Factorio startet gerade. Also ich glaube 93 habe ich nicht, also... Würde ich jetzt, weil ich bloß glaube, eine Handvoll erst produziert habe oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Ich sehe gerade, ich habe was vergessen zu berechnen. Was denn? Ach, die Solarmodule. Ja. Noch zählen sie ja. Mach da mal eine 2 rein. Genau. Dann hat das 39%. Nee, wenn unten bei Laser noch eine 1 drinne steht, bin ich bei plus 77%. Ist er bei 77%, wo so Aprisus City start. Aprisus hat gebaut an Lasertürmen, genau, wo haben wir denn? 25 Stück. Das siehst du. Dann kommt da eine 1 rein. Ja, aber wie gesagt, ich habe dann 77. Dann sind es 96%. Richtig. Hä? Solarmodule eine 2, Akkus eine 2. Ja. Akkus. Ja, stimmt. Ja. Noch zählen soll ich. Genau, ich vergesse. 96%, da habe ich fast nur 100% im Stand. Akkus zählen so oder so, weil die nicht gelöscht werden können. Ja. Weil das gehört nicht zum Solarmodul. Richtig, richtig. So sieht das. Richtig. Und ich habe gerade, wo wir jetzt gerade schon bei den Punkten sind, im SGB steht unter Absatz, Paragraph 2, Absatz 3, Achievements zählen diese Staffel nur ohne Laser und ohne Solar. Punkt. Ja, genau. Das heißt, dein Logistikembargo ist völlig Schnurz. Richtig. Die haben nur ohne Laser und ohne Solar gespielt. Richtig. Also dafür gibt es keine Punkte. Stimmt, da habt ihr mich überstimmt. Stimmt. Genau. Deswegen gibt es. Egal, das sind trotzdem 81, knapp 160 Punkte. Ja, natürlich, die machen schon ein bisschen was aus. Also, ich möchte jetzt für mich das positive Ergebnis dieser Verbesserung der Tabelle hier anmerken. Der Einzige, der jetzt noch an Punkten Minus gemacht hat, ist Shiro. Ich habe fast 100% Punktsteigerung geschafft zur letzten Besucherfolge. Stimmt, von 352 auf 690. Ne? Wow. Also von daher, man sieht, es geht bergauf. So, wenn wir jetzt mal auf die erste Seite gehen. Nach 12 Wochen
hast du gerade mal 1900 Punkte gemacht im Gesamten. Also, wir werden ja also addiert in unserer. Ich habe einmal alles, wo alles drin ist, was alles produziert wurde in den letzten 12 Wochen. Und da ist natürlich halt Abrissus mit 1910 nicht wirklich. Ja. Kann noch kommen. Abwarten. Was hat er denn überhaupt produziert? Er hat 1 Million Eisen verbraucht. Ich habe 1,5 und so viel Chiro. Also das ist, wie gesagt, jetzt der Überblick von der letzten Woche. Kunststoffstangen. Ja, ist schon krass, ja. Wenn das mal so sieht. Rot. Hey, du hast sogar mehr rote und grüne Flaschen verbraucht. Du hast generell fast mehr Forschung verknallt als ich. Ich habe quasi den kompletten Bereich verbraucht auf meiner Seite. Außer der Teil Uran. Ja, weil du kein Uran produzierst. Ja. Richtig. Alles andere steht bei mir die 2. Ja, noch. Oh, und zur Zeit mit Abstand. Ja. Ja, okay. Es ist aber auch der Faktor, wo drin mitberechnet wurde. Mitzählt halt. Das ist, müsst ihr ja ausmachen. Was ich jetzt eben auch angemerkt hatte, dadurch, dass Arif gestorben ist, es gibt ja in dem Sinne keine Minuspunkte in Anführungsstrichen. Man muss halt bloß Items vernichten. Aber dass hier eben in der Excel-Tabelle irgendwo noch so ein Kill-Zähler steht, dass man eben sieht, wie oft wer gestorben ist. Und vor allem, dann kann man auch sehen, nach welcher Zeitdifferenz man gestorben ist. Ich bin das ja in Stufe 9, noch was gestorben. Ja, also was kann man dann noch machen? Das ist so informativer, ja, aber das nochmal drin steht, weil Shiro ist noch nicht gestorben, meines Wissens, und ich auch noch nicht. Von daher gesehen gebührt Arisch dieser Punkt schon mal, dieser imaginäre Punkt, der Erste gewesen zu sein. Aber Aprisus, du hast einen Fehler in deiner Tabelle. Deine Bauroboter sind mehr. Du hast keine 531 Bauroboter. Was? Du hast 947 Bauroboter. Du hast 2 Roboter mehr als ich. Nobel? Aber ich habe die gezählt, die im Drohnennetzwerk sind. Zählen wir da die man insgesamt gebaut hat? Die im Drohnennetzwerk. Eben. Wenn du mehrere Netze hast, dann die in mehreren Netzen. Ja, aber ich habe nur ein Netz. Und somit habe ich auch bloß die in dem Netz gezählt. Die anderen sind dann wahrscheinlich in der Pufferkiste. Okay, ich habe die gezählt, die ich produziert habe, die gleich in mein Drohnennetz reingeht. Bei mir, okay, dann mach der Drohnenzeug im Drohnennetz. Eben. Ich wollte es nur anmerken, weil ich deine Map noch offen habe. Ja, aber wie gesagt, dann sind die in der Pufferkiste und wurden im Moment noch nicht gebraucht. Mit aber L kannst du das Net, die Netzwerke aufmachen. Genau, L wie Logistik. Dann siehst du genau oben auf Teilnehmer, glaube ich, und dann siehst du, welche Teilnehmer, wie viele drin sind. Bei mir hast du 2 Teilnehmer also oder Netzwerke. Teilweise. Weil das eine Netzwerk ist immer der Spieler und das zweite ist dann... Okay, hier steht nur Netz 1, weil ich habe keinen Drohnenhanger in der Tasche. Na dann. No? Und da müssen genau die das Werte... Bei mir sind es irgendwie 5 oder 6 Netze. Schwefelsäure in Fässern? Ja, weil ich die dann per Drohne zum Urannetz, zum Uranfeld bringen werde. Ah. Weil ich spare mir da das Rohr hinzubauen. Das sei mir, habe ich mir gesagt. Ich habe so viel Stahl, da kann ich mir das auch gönnen. Tank zu. Was? Tankzug. Na gut, Shiro, du hattest eine Regeldiskussionsfrage. Ja, aber ich denke. Ja, die haben wir ja mehr oder weniger schon geklärt. Also. Ja, die kommt eh noch. Genau, dies machen wir dann offscreen. Das muss jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme sein. Aber ansonsten glaube ich, also Shiro, um die Folge jetzt hier mal abzuschließen, Shiro hat jetzt natürlich mit der Rakete, die ja natürlich in der nächsten Folge dann starten wird, wahrscheinlich auch mit Satellit, gehe ich mal stark von aus. Der Sieger wurde gekürt. Ja, und vor allen Dingen kommen ja dann, wir müssen auch somit bis zum nächsten Mal klären, wie viele Punkte man überhaupt für die Rakete bekommt. Das ist richtig. Des Weiteren bekommt er ja momentan noch die Punkte für die wenigste pro Rakete. Da bekommt man ja auch noch ein paar Prozent dazu. Solange die anderen keine Rakete hochgefeuert haben, ist ja er
der effektivste, ne? Muss man ja so sagen. Stimmt. Das kommt ja auch noch dazu. Also wir haben bis nächstes Mal noch ein bisschen was zu tun. Und dann mal gucken, vielleicht hat ja der ein oder andere dann bis zur nächsten Folge auch noch seine Rakete hochgeballert. Dann ja. Kann man mal gucken, wer hier der effektivere ist. Und von daher gesehen, glaube ich selbst auch, wenn... Mario hat weniger Kupferplatten verbraucht als meiner einer, obwohl er weiter ist. Ja. Hey, ob ich den in den Reihen verschwinde. Ah, nee. Also du bist mit Shiro ziemlich eng beieinander mit den Kupferplatten. Ja, ich nur dass er quasi die Rakete schon fertig hat und ja. Ich noch nicht. Ja. Nur wo hat er die, wo hab ich die verschwendet quasi? Tja. Oder wo hab ich die gebuffert? Ja. Den muss ich ja trotzdem produziert haben. Ja, ja. Weil naja, aber wenn ich... Interessant, dass er mehr grüne Schaltkreise produziert hat und mehr rote Schaltkreise als du und mehr Prozessoren, aber weniger Kupferplatten. Da musst du wahrscheinlich... Ist er wahrscheinlich also, gut, das machen wir nach. Es kann natürlich sein durch deinen Tod. Du musstest da ja wie viel Zeug vernichten? Weiß ich jetzt nicht mehr. Was aber nicht in die produziert reinwirkt. Ja doch, er hatte sie ja erstmal produziert. Du musst dann produzieren erst. Ja, aber die werden ja aus dem produziert Bereich nicht gelöscht. Nee, die sind ja so mit drin. Die sind ja produziert, die kannst du nicht weiterverwerten, weil du die vernichtest. Und er musste schon die Prozessoren vernichten, ne? Ja. Teure. Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass ich mehr rote und mehr Prozessoren habe. Obwohl ich weniger Kupfer habe. Wobei, was das Ganze erklären könnte, Produktivitätsmodul. Ich hab die Montagemaschine 3 und habe in den Kupferdrähten 3 Speed-Module und ein Produktivitätsmodul. Ja, da kann natürlich, dann kriegst du nämlich für denselben Einsatz an Grundmaterial mehr raus. Richtig. Das natürlich und ich habe in meinen blauen Forschungsflaschen 2 Speed-Module und 2 Produktivitätsmodule. Ja, mindestens immer ein Produktivitätsmodul, damit du die zweite Leiste bekommst. Mhm. Das macht schon sehr viel aus. Na gut, dann ist jetzt hier erstmal offscreen. Ciao Leute fürs Zuschauen. Genau. Und hier ist noch Spannung in der Kiste, glaube ich, trotzdem. Genau, das wird noch richtig spannend hier. Ja. In dem Sinne, es hat mich gefreut und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Wir sehen uns für die nächste Folge. Genau. Ciao, ciao. Ciao. Bis dann, euer Abschied.